Ich bin völlig überzeugt davon, dass wir den richtigen Bundeskanzler haben. Ich möchte, dass er wiedergewählt wird und dafür werde ich als Parteivorsitzender auch Verantwortung tragen. Und trotzdem gibt es natürlich Dinge, wo auch wir mal eine unterschiedliche Meinung haben und wo ich intern auch dafür kämpfe, dafür werbe, wie ich finde, mit sehr guten Argumenten, dass wir zum Beispiel den Industriestrompreis bekommen in Deutschland. Das heißt, Sie müssen der Partei kein eigenständiges Profil geben? Ich gebe der Partei ein eigenständiges Profil. Aber das tue ich nicht in Auseinandersetzung mit dem Kanzler, sondern das tue ich, indem ich über den Tag hinaus denke, bei der Frage, wie kann gute Arbeit aussehen, Stichwort Mindestlohn, bei der Frage, wie sieht ein gerechtes Steuersystem aus, Stichwort Ehegattensplitting, bei der Frage, wie kann eigentlich die industrielle Wertschöpfung hier in Deutschland gehalten worden, Stichwort Industriestrompreis. Da haben wir andere Positionen, als die Bundesregierung sie vertritt und da kämpfen wir als SPD für uns. Ich will auch sagen, es war ja auch erfolgreich. Wenn Sie auf Koalitionsausschüsse gucken, wo wir die Gas- und Strompreisbremse durchgesetzt haben, wo wir die Übergewinnsteuer durchgesetzt haben, das hätte es alles ohne sozialdemokratische Partei nicht gegeben.